Hat als nächster eine Frage der Kollege Heidenblut. Vielen Dank. Meine Frage geht wieder an den Einzelsachverständigen Dr. Mantai und an den DHV Herrn Wurth. Wie bewerten Sie die geplante zulässige Besitzmenge von 25 Gramm Cannabis und ergänzend die maximale Abgabemenge in Cannabisclubs von 30 Gramm mit entsprechender THC-Begrenzung an Heranwachsende bis zum 21. Lebensjahr, gern auch im internationalen Vergleich? Vom Deutschen Hanfverband war aufgerufen. Ist ja so ähnlich. Vielleicht will man sogar das Gleiche sagen. Also Georg Wurth, Deutscher Hanfverband. Wir werden finanziert von ungefähr 90% Privatmitgliedern und Spendern und so ungefähr 10% von Unternehmen, Sponsoren der Hanfbranche. Zur Frage. Also grundsätzlich stellt sich für uns natürlich schon die Frage, wozu man überhaupt Obergrenzen braucht beim Besitz von Cannabis, wenn wir den vergleichsweise nicht bei Alkohol und Tabak auch haben. Ja, uns geht es ja um eine möglichst weitgehende Angleichung beider Substanzen, vielleicht auch mit etwas strengeren Regeln für Alkohol letztendlich, aber eine Besitzobergrenze sehe ich da nicht zwingend. Wobei in der Öffentlichkeit die Obergrenze von 25 Gramm vermutlich für die meisten tatsächlich der Weg aus der Strafverfolgung raus ist. Ja, das ist jetzt kein Riesendrama, sage ich mal. Ein Problem ist die 25 Gramm Obergrenze allerdings im privaten Bereich, wo sie auch gilt. Und zwar auch für frisch geerntetes Cannabis und damit im Prinzip der Eigenanbau getötet wird. Ja? Also der Eigenanbau ist dysfunktional in diesem Gesetz bei einer Besitzobergrenze von 25 Gramm. Man muss auch davon ausgehen, dass das Cannabis beim Trocknen natürlich Gewicht verliert. Die Kanadier rechnen da mit einem Umrechnungsfaktor von bis zu 1 zu 5. Das heißt, von 25 Gramm frischem Cannabis bleiben dann 5, vielleicht 10 Gramm übrig an getrocknetem Cannabis. Und damit kann ich natürlich unmöglich einen Jahresvorrat anlegen, der mir zugestanden wird als Mitglied im Anbauverein von 600 Gramm, also 12 mal 50 Gramm, 600 pro Jahr wird mir zugestanden am Konsum. Aber wenn ich Eigenanbau betreibe und einmal im Jahr eine Ernte habe, habe ich am Ende 5 bis 10 Gramm da liegen. Ja, damit wird kein Mensch zusätzlich Eigenanbau betreiben und damit den Schwarzmarkt vermeiden. Die anderen, die weiter betreiben, werden weiter strafverfolgt. Zur THC-Obergrenze bei Jugendlichen oder Heranwachsenden, es geht ja gar nicht um Jugendliche, da frage ich mich tatsächlich, ob man da mal verglichen hat mit anderen Dingen, die 18-Jährige so alles dürfen. Man ist mit 18 halt volljährig, man darf wählen, man darf in den Krieg ziehen und an der Waffe dienen, man darf sehr schwere Fahrzeuge fahren, alle möglichen hochriskanten Dinge tun, inklusive Alkohol konsumieren, was Einfluss auf das noch werdende und sich noch bauende Gehirn hat. Ja, darf man ja nie vergessen, dass nicht nur Cannabis Einfluss auf die Hirnentwicklung hat, sondern alle Substanzen, inklusive Alkohol. Jeder weiß, dass Alkohol Gehirnzellen auch über 25 noch tötet. Insofern sehe ich da keine Verhältnismäßigkeit bei diesen Obergrenzen. Hat die Fraktion Die Grünen, Bündnis 90 das Wort. Als erstes Frau Kappert-Gonter. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband. Herr Wurth, es gibt ja eine Reihe von Menschen, die Cannabis nicht sehr regelmäßig konsumieren, sondern gelegentlich. Und ich würde gerne wissen, welche Informationen Sie zu dem Anteil der Gelegenheitskonsumierenden an den Gesamtzahlen von Konsumierenden haben und ob diese durch die jetzt vorliegenden Regelungsvorschläge ausreichend Gelegenheit haben, an legales und somit ja auch geprüftes Cannabis zu kommen oder ob man befürchten muss, dass die weiterhin auf den Schwarzmarkt angewiesen bleiben werden und wie Sie in diesem Zusammenhang die private Weitergabe von Cannabis beurteilen. Herr Wurth. Ja, Georg Wurth, Deutscher Hanfverband. Zu der Frage der Aufteilung der verschiedenen Konsumentengruppen kann ich mal die Studie von Professor Haukapp zitieren, der die wirtschaftlichen Auswirkungen der Legalisierung für Deutschland ausgerechnet hat und sich dabei sehr intensiv Gedanken gemacht hat, welche Konsumentengruppen es so gibt, wie sich diese 4 Millionen Leute ungefähr aufteilen und wie viel die ungefähr verbrauchen. Deswegen kann man da gut drauf zurückgreifen. Und er sagt, etwa 63% der Konsumenten, also derjenigen, die in den letzten 12 Monaten überhaupt Cannabis konsumiert haben, haben weniger als einmal im Monat konsumiert. Also schon fast 2/3, die weniger als einmal im Monat konsumieren. Und dann die nächste Gruppe der regelmäßigen Konsumenten, das sind alle die, die mindestens einmal pro Monat konsumieren. Wo ich sagen würde, die, die einmal konsumieren, sind auch noch gelegentliche Konsumenten. Aber es geht dann bis zu
mehrfach eben im Monat und dann die Intensivnutzer, die mehr als 20 Tage im Monat konsumieren, bis täglich. Und das sind nur 12%. Also die Intensivnutzer, die fast täglich konsumieren, sind nur 12% aller Konsumenten. Und die anderen verbrauchen halt tatsächlich sehr wenig insgesamt, auch von der Grammmenge her. Und nach meiner Einschätzung und dem, was wir an Feedback so kriegen und wenn ich mir das Gesetz so anschaue, ist im Moment diese legale Versorgung über Eigenanbau und über die Anbauclubs vor allen Dingen interessant für die Intensivkonsumenten, für die das Ganze auch ein größeres Thema ist, auch finanziell natürlich vom Verbrauch her, dass sie irgendwie eine vernünftige, stabile Versorgung, dass sie sich da mehr Gedanken darüber machen, auch über Qualitätsfragen, die dann auch so ein bisschen mehr über Sorten und Reinheitsgrade und Geschmack und so weiter reden. Für die sind so Clubs natürlich gut, aber eben 70-80% der Konsumenten sie konsumieren so unregelmäßig und so wenig, dass das für die kein großes Thema ist. Und Sie haben angesprochen, die private Weitergabe, das ist quasi wirklich das Zauberwort, wie es jetzt eben auch läuft. Die meisten Konsumenten werden halt mitversorgt von ihren Freunden, vom sozialen Umfeld sozusagen, wo eben der Konsum stattfindet. Von denen, die vielleicht ein bisschen mehr verbrauchen, da wird da mal ein Gramm abgegeben. Aus verschiedenen Quellen, ja, auch dann, das wird auch so weitergehen, ja, letztendlich, egal wo es herkommt, Eigenanbau, Schwarzmarkt oder eben Anbauclubs, wenn man Freunde zu Besuch hat oder so, dann gibt man halt mal einen aus. Ja. Wir reden hierüber, dass die Weitergabe, private, nicht kommerzielle Weitergabe weiter eine Straftat sein soll, egal unter welchen Umständen. Und das ist das Gleiche, als wenn ich zu Hause Geburtstag feiere, ja, einlade und ich darf meinen Gästen keinen Wein anbieten. Das muss verhindert werden, es muss weiterhin möglich sein, muss möglich sein, die Weitergabe legal zu gestalten. Danke. Ja, meine nächste Frage geht an die DHS, Herrn Dr. Reiser. Können Sie vielleicht noch mal ausführen, inwiefern Sie tatsächlich die Möglichkeit sehen, dass der Schwarzmarkt durch die Möglichkeit zum Eigenanbau nachhaltig bekämpft werden könnte? So. Herr Dr. Reiser, so. Ja. Peter Reiser, Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe. Jetzt muss ich gestehen, ich habe mich hier verlesen. Die Frage sollte eigentlich an Herrn Wurt gehen. Entschuldigen Sie bitte. Soll ich es nochmal wiederholen oder haben Sie? Ja, ob der Schwarzmarkt reduziert wird, ja, genau. War die Frage. Ja, klar wird der Schwarzmarkt reduziert. Für mich ist das vollkommen eindeutig. Mhm. Wie Herr Werse schon gesagt hat, jetzt haben wir eine 100% Versorgung vom Schwarzmarkt, wenn man den Eigenanbau mit als Schwarzmarkt zählt. Auf jeden Fall ist er ja illegal. Und jedes Gramm, was dann am Ende über legale Bezugswege geht, geht nicht mehr über den Schwarzmarkt. Das ist ja offensichtlich. Ja. Je besser jetzt die Regelungen funktionieren für den Eigenanbau und für die Social Clubs, dass sie wirklich auch akzeptiert werden, da muss so ein bisschen was geändert werden. Aber dann wird tatsächlich ein relevanter Anteil an Umsatz über diese Strukturen laufen und die dann nicht mehr über den Schwarzmarkt laufen. Und der einzige Grund, warum das dann möglicherweise konterkariert werden könnte, dass am Ende mehr Schwarzmarkt ist als vorher, wäre, dass der Konsum so drastisch zunimmt, dass dieser Effekt wieder ausgeglichen wird. Aber das ist nicht zu erwarten. Also die internationalen Erfahrungen sind ja da. Also Kanada gibt ja die Daten raus und es hat ungefähr 2-3 Jahre gedauert, bis die Hälfte des Schwarzmarkts weg war in Kanada und die Tendenz geht weiter vorwärts. Also mittlerweile sind wir bei 70-80%. Also eigentlich ist das eine klare Sache. Ja. Wobei die natürlich auch vollständig legalisiert haben mit Fachgeschäften für Erwachsene. Das ist natürlich ein entscheidender Faktor bei der Zurückdrängung des Schwarzmarkts. Mit Eigenanbau und Anbauclubs wären wir nur vielleicht 30%, wenn es gut läuft. Wenn wir noch ein paar Sachen ändern, damit das wirklich angenommen wird, dann vielleicht in dem Bereich irgendwie Schwarzmarkt verdrängen und für den Rest brauchen wir Fachgeschäfte. Okay, dann möchte ich aber doch mal nachfragen. Herr Schneider. Genau, an Herrn Dr. Reiser wiederum. Der Konsum war bisher illegal, das hat die Leute nicht daran gestört, trotzdem zu konsumieren oder Cannabis zu erwerben. Der Anbau war bisher illegal. Das hat die Menschen aber gestört, selber anzubauen. Da sehen Sie plötzlich großes Potenzial, dass Neues angebaut wird. Ja. Ich glaube, Sie meinen mich jetzt wieder, ne? Georg Roth, ja, genau. Deutscher Handverband. Ich bin aber auch hier. Also auch das Verbot des Eigenanbaus hat die Leute nicht abgeschreckt. Die Leute haben ja selbst angebaut. Ja? Also 1000 Leute machen das ja und die werden es auch weitermachen. Ja? Auch wenn sie jetzt mit dieser aktuellen Regelung mit 25 Gramm Obergrenze weiterhin illegal anbauen werden, weil das gar keinen Sinn macht irgendwie. Das geht gar nicht, Eigenanbau mit 25 Gramm der Ernte. Die werden genauso weiter Straftäter sein wie vorher, obwohl sie eigentlich nichts Unrechtes tun, aus meiner Sicht jedenfalls, sondern sich einfach nur wie jemand, der selbst Bier braut oder selbst seinen Apfelwein macht oder man darf auch Tabak selbst anbauen. Ja, das macht anders, machen die Leute halt auch nicht und machen das eben jetzt auch schon. Der Punkt ist nur,
dass dieser Eigenanbau mit der aktuellen Regelung nicht großartig zunehmen wird, wenn man eben zum Beispiel diese 25 Gramm Obergrenze hat. Wenn man aber sagt, okay, wir machen das realistisch, ja, dass man zum Beispiel unten in eigenen vier Wänden gar keine Obergrenze hat, wie bei Alkohol. Ja, ich kann ja auch jede Menge Wein bunkern im Keller oder was, wenn ich das bei Cannabis auch so mache. Wie in einigen Provinzen in Kanada habe ich gar keine Obergrenze zu Hause. Oder British Columbia, die Provinz in Kanada, hat ein Kilo bei Eigenanbau zu Hause. Damit kann man arbeiten, ja, dann würde auch zunehmen, dann werden auch mehr Leute machen und entsprechend weniger auf den Schwarzmarkt zurückgreifen, logisch. Dann hat jetzt das Wort für die Union der Kollege Pilsinger, bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an den Herrn Hurt vom Deutschen Cannabisverband und an die Gewerkschaft der Polizei. Und zwar folgende Frage. Herr Hurt, Sie haben vorher gesagt, es ist völlig unrealistisch, dass man, wenn man im Cannabis Social Club ist, nicht auch eine Mitversorgung seines Bekanntenkreises unternehmen kann. Also Sie sagen, 70-80% der Cannabiskonsumenten werden mitversorgt. Und deswegen die Frage an Sie und an die Gewerkschaft der Polizei, wie denn sichergestellt werden kann, dass die strafbewährte Weitergabe auch wirklich kontrolliert werden kann. Deswegen die Frage, wie gesagt, wenn es verboten ist, es weiterzugeben, wie kann man denn sicherstellen, dass es nicht getan wird? Herr Wurt, bitte als erstes. Ja, Georg Wurt, Deutscher Handverband. Also größtenteils kann man es nicht sicherstellen, logischerweise. Ja, da sind Sie schon auf der richtigen Fährte. Das kriege ich auch oft gesagt von Leuten, ja, wenn man sagt, ist doch Mist, dass die Weitergabe jetzt weiter bestraft werden soll und Straftat bleiben soll. Die Leute sagen, ja gut, aber merkt ja keiner. Das ist ja bei mir zu Hause irgendwie. Dann gebe ich, klar, von meinem Eigenanbau bin ich stolz drauf. Will ich mal meinen Kumpel probieren lassen, gebe dem ein Gramm mit. Auch damit er zu Hause konsumieren kann und nicht in ein Auto fahren muss, nicht vor Ort konsumieren. Das passiert jetzt massenhaft, das ist vollkommen normal. Sie bieten auch irgendwie, wenn Sie einen Gast haben, dem zu Hause ein Bier an. Und dann wird das auch nicht, merkt auch keiner, wenn es verboten wäre. Und würden Sie auch kein Unrechtsgefühl bei haben. Und so ist es und so wird es weitergehen, ja klar. Die Union nochmal, Kollege Pilsinger. Ja, bitte. Ja, Herr Hurt, ich habe nochmal eine Frage an Sie. Also beim Eintritt in den Cannabis-Club muss man seine Daten hinterlegen. Wie glauben Sie denn, dass der Datenschutz gewährleistet werden kann, dass diese Daten nicht in diesen gemeinnützigen Clubs irgendwie weitergegeben werden können? Und wie wollen Sie denn sicherstellen, dass bei einer anderen parlamentarischen Mehrheit, und Cannabis könnte ja in der Zukunft wieder verboten werden, diese Daten in der Zukunft nicht anderweitig verwendet werden können? Herr Wurt, bitte. Georg Wurt, Deutscher Handverband. Es gibt viele, viele Detailregelungen in diesem Gesetzentwurf, die so restriktiv sind, dass ich nach dem aktuellen Entwurf nicht davon ausgehe, dass viele Leute in diese Clubs reinströmen, dass viele Leute, die jetzt motiviert sind, welche zu organisieren, welche aufzumachen, das tatsächlich tun werden. Dafür müssen wir noch eine Menge Dinge ändern. Und einer dieser Punkte ist tatsächlich der Datenschutz. Wir haben ja mit Leuten zu tun, gerade, wie ich eben sagte, die intensiveren Konsumenten, für die das Clubmodell attraktiv ist, die haben zum hohen Anteil Erfahrungen mit Repressionen. Wir haben jedes Jahr fast 200.000 Strafverfahren wegen konsumbezogener Cannabisdelikte. In 10 Jahren 1 Million Betroffene. Wenn die jetzt sagen, ich gehe in einen Verein und muss meine Daten hinterlegen und dem Staat meine Daten geben, inklusive der Mengen, die ich verbrauche. Und dann kommt die CDU an die nächste Regierung und sagt, so, wunderbar, wir drehen alles zurück und wir haben die Daten. Natürlich sind die Leute da zurückhaltend. Ja? Herr Wurt, die Union hat gesagt, die Antwort reicht. Eine letzte Frage hätte ich noch an Herrn Wurt vom Deutschen Handverband. Sie würde ich gerne noch mal bitten, auszuführen, welche Gefahren und Probleme durch die festgelegten THC-Obergrenzen für die 18- bis 21-Jährigen entstehen könnten und wie sich diese eventuell auch negativ auf Jugend- und Gesundheitsschutz auswirken könnten. Herr Wurt, 45 Sekunden, bitte. Ja, Georg Wurt, Deutscher Handverband. Genau, ich muss jetzt auf den einfachsten Nenner bringen. Es geht im Wesentlichen darum, den Schwarzmarkt zu verdrängen. Das ist das A und O, auch beim Jugendschutz, beim Gesundheitsschutz, bei allen Fragen, die wir hier wälzen. Letztendlich geht es um Schwarzmarkt verdrängen. Und auch Heranwachsende werden sich für Produkte interessieren, die mehr als ein paar Prozent THC haben. Und wenn ich die zu restriktiv anbiete, dann habe ich die nicht in den Clubs, sondern auf dem Schwarzmarkt. Punkt. Ja, das ist ja die einfachste Zusammenfassung, die es gibt. Hohe THC-Werte, niedrige THC-Werte, Oberdeckel, gleich mehr Schwarzmarkt. Dankeschön, Herr Wurt. Jetzt geht das Wort an die Linke, Atış Gürpiner, bitte.
Ich richte meine erste Frage an Georg Wurth vom Hanfverband, vom Deutschen Hanfverband. Wir wissen, dass Bayern und andere unionsgeführte Bundesländer alles versuchen werden, um die Umsetzung des Cannabisgesetzes zu erschweren. Welche Möglichkeiten sehen Sie hier für die Länder und wie könnte das bundesrechtlich noch verhindert werden? Herr Wurth, bitteschön. Ja, interessante Frage. Bayern hat ja tatsächlich schon eine eigene Anti-Cannabis-Behörde angekündigt, die dann dafür zuständig sein soll, unter anderem die Genehmigung für die Clubs zu machen. Da kann man sich vorstellen, wie die das machen. Grundsätzlich glaube ich, wird es nicht 100% zu vermeiden sein, den Ländern einen gewissen Spielraum zu geben, einfach wegen der Zustimmungspflicht im Bundesrat. Wenn man da zu viel Vorgaben macht, wenn ich es richtig verstehe, und sagt, okay, das Land muss zum Beispiel diese und jene Behörde dafür zuständig machen, die Clubs zu beaufsichtigen und so weiter, dass dann irgendwann doch die Zustimmungspflicht gegeben ist. Ja, da bin ich jetzt kein, so habe ich es jedenfalls bisher verstanden, warum den Ländern eben relativ viel Spielraum da noch gegeben wird bei solchen Fragen. Insofern kann ich jetzt keine Tipps geben, wie man das 100% vermeiden kann. Es wäre natürlich schön, möglichst wenig regionalen Ermessensspielraum zu haben, weil natürlich dadurch offensichtlich unterschiedliche Praxis sich ergeben wird. Bei den Bußgeldern ist das interessant, weil die kein Legalitätsprinzip mehr gilt, wenn ich aus der Strafbarkeit raus bin und im Ordnungswidrigkeitenbereich bin, was zum Beispiel diese Abstandsregelungen angeht. Das werden ja dann nicht mehr unbedingt Polizei für zuständig sein, das zu machen, sondern haben irgendwelche Ordnungsämter vielleicht. Und da kann man von ausgehen, in Berlin wird überhaupt kein Thema sein, die Abstandsregeln. Ja, da darf die Polizei weggucken und es gibt keine Behörde, die das kontrolliert. Und in Bayern kommt das Rollkommando dann und ist dann hinter jedem her, der irgendwie ein bisschen nach Cannabis riecht und misst da erstmal mit dem Maßband, ob der jetzt irgendwie zu weit weg ist. Und dann hat man ja auch noch diese Bußgeldhöhe mit da drin, wo dann bis zu 100.000 Euro völlig willkürlich die, ich meine, klar, muss natürlich anhand der Schwere des Vergehens irgendwie noch ein bisschen einsortiert werden. Aber man kann ja immer noch zum Bußgeld von 10.000 Euro kommen in Bayern. Ja, und auch da würde man wahrscheinlich erwarten, dass das in Berlin keine Rolle spielt. Dankeschön. Herr Göbiner, bitte. Jetzt geht es nach Europa in 50 Sekunden. Auch an Herrn Wurth, Handverband. Die Koalition hatte sich ursprünglich auf eine weitgehende Legalisierung geeinigt, dann aber mit Verweis auf EU-Grenzen das stark ausgedünnt. Meine Anfrage an die EU-Kommission hat ergeben, dass es gar keine Einschätzung gab der Kommission. Sehen Sie eine Art vorauseilenden Gehorsam oder wird das EU-Recht eher vorgeschoben, weil auch in der Ampel Teile die Legalisierung verhindern wollten? Herr Wurth, bitte. Georg Wurth, Deutscher Handverband, 25 Sekunden. Ja, es ging ja alles auf Geheimgespräche zurück. Keiner weiß, was da los war. Ja, das kritisieren wir auch, haben wir die ganze Zeit auch gesagt. Ja, wenn man mit Berufung auf die EU von dem ursprünglichen Plan Abstand nimmt, dann will man doch bitteschön von der EU mal ein offizielles Statement dazu haben. Und das kriegt man erst, wenn man ein Gesetzentwurf vorlegt. Ja, das wäre der richtige Weg gewesen, auch die Ampel ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen und zu sagen, okay, die EU ist es, ja, und deswegen müssen wir in der EU halt weitermachen, die Rahmen ändern, die Gesetzgebung ändern in der EU. Wir können nichts dafür, wir haben geliefert. So sagt Lauterbach halt, naja, aber irgendwelche Geheimgespräche, die Kommission wollte nicht, ja, also machen wir es nicht. Das finde ich auch höchst fragwürdig, ja. Dankeschön, Herr Wurth.